Orakel im Zeitraum von 4. Juli bis 10. Juli 2018. 4. Juli ist Mittwoch und Mittwoch ist ein Merkurtag. Merkur ist nichts anderes als Hermes, der Götterbote. Vermittelt Wissen, aber auch Neugier, Kommunikation, des Jugend, jugendlichen Ausstrahlung, Leichtigkeit. Und Merkur oder Hermes ist auch der Gott der Diebe. Mittwoch ist ein Merkurtag. In diesem 4. Juli befindet sich Merkur in Tierkreiszeichen Löwe nach unserer westlichen Astrologie. Aber ich gehe immer mehr Richtung indischen Astrologie und bei indischen Astrologie befindet sich Merkur noch in Tierkreiszeichen Krebs. Warum ist dieser Unterschied? Die indischen Astrologen berechnen ihren Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession, was nichts anderes ist als die Bewegung unserem Sonnensystem. Und diese Berechnung, so wie das die indischen Astrologen machen, das ist korrekt. Aber ich versuche beiden Richtungen vermitteln und nach unserer westlichen Astrologie ist Merkur in Löwe und vermittelt hier Kontakten, Gesprächen, steht in Verbindung zum karmischen Knoten und diese karmischen Knoten, natürlich karmischen Erinnerungen, karmischen Begegnungen und es aktiviert auch Merkur und das ist möglich gerade bei Löwengeborenen. Oder eine wichtige Nachricht, was etwas auslöst bei den Löwengeborenen und dann kommen diese karmischen Erinnerungen. Dieser Merkur-Einfluss wirkt sehr gut für die Wiedergeborenen, für die Schützengeborenen, auch für Zwillingsgeborenen und Waagengeborenen. Für die Wassermanngeborenen spiegelt das etwas, das heißt, die Wassermanngeborenen sollen die Kontakt suchen zu jemand, weil jemand wartet drauf. Diese Merkur-Energie unterstützt die Krebsgeborenen und die Jungfraugeborenen. Etwas unklar, undeutlich, was die Kontakte, Gespräche betrifft, bei Stiergeborenen und bei Skorpiongeborenen. Es ist sehr schwierig, klärenden Gespräche führen, kann auch bedeuten, dass die Stiergeborenen und Skorpiongeborenen warten auf eine Nachricht und das kommt noch nicht. Die Fischengeborenen und Steinbockgeborenen bezüglich auf Kommunikation fühlen sie sich ein bisschen unsicher oder können das nicht einordnen oder sollen sie erstmal nachprüfen, überprüfen etwas oder zuhören, was der andere meint, entsteht eine gewisse Unsicherheit. Wenn ich das nach westlichen Astrologie betrachte, aber wie ist das in indischen Astrologie, wenn sie sagen, die Merkur bewegt sich in Tierkreiszeichen Krebs? Natürlich ist es alles im Grenzbereich, aber jetzt beschreibe ich das mal auch. Ein Krebs-Merkur unterstützt die Krebsgeborenen, die Fischengeborenen, die Skorpiongeborenen, aber auch die Stiergeborenen und Jungfraugeborenen. Vermittelt etwas für die Steinbockgeborenen, spiegelt etwas, das heißt, die Steinbockgeborenen sollen die Kontakt zu jemandem suchen, hindert die Wiedergeborenen und die Waagengeborenen, entweder, weil das ist nicht möglich, einen klärenden Gespräch zu führen, oder der Wiedergeborenen, Waagengeborenen warten auf eine Nachricht und es kommt noch nicht. Es sind Einschränkungen da. Und dieser Krebs, Merkur, unterstützt die Zwillingsgeborenen und Löwengeborenen. Eine gewisse Unsicherheit bei den Gesprächen
entsteht dann bei Schützengeborenen und bei Wassermanngeborenen, wenn ich das indisch betrachten würde. Also das sind die Unterschiede, aber ich vermittle jetzt mal beide Richtungen. Was noch wichtig ist, ab 27. Juli ist Merkur rückläufig. Das bremst die Gespräche, aber diese Rückläufigkeit hat nochmal eine Bedeutung und das ist auch sehr wichtig zu betonen. Jemand kehrt zurück von Vergangenheit und kommt eine Nachricht. Und jetzt die Legung. Die Mitte sind die wichtigen Themen. Worüber sollten wir sprechen? Es hängt etwas in Luft. Und genau, wenn wir das Gefühl haben, ob das beruflich ist oder finanziell oder in die Liebe, Partnerschaft oder Familie, dass wir verlieren die Orientierung, wir verlieren den festen Boden unter unseren Füßen. Und das hängt alles in Luft, alles ist im Schwebe. Genau diese Themen sollen wir in den Tagen ansprechen. Oder etwas mit anderen Augen betrachten, hier bei Gesprächen die Meinung anderen auch mal anhören. Und wie läuft die Gespräche? Oder welche Themen sind noch wichtig? Eine Krankheit, mal zuhören. Aber das ist nicht nur Krankheit, sondern etwas, was uns kränkt. Oder anderen kränkt etwas und wir sollen zuhören und auch Unterstützung geben und helfen. Es kann auch Themen sein, was die Gesundheit betrifft. Entweder Termin bei Arzt, aber kann auch die Berufung sein, dass jemand neu orientiert sich und fängt an, im Bereich Gesundheitswesen zu arbeiten, weil daran liegt die Berufung. In der Liebe-Partnerschaft sollen wir über Gefühle sprechen oder eher zurückhaltend sein. Ein bisschen hektisch ist es schon, was in privaten die Gespräche betrifft. Das kann auch Herausforderungen sein, weil die andere Meinung hat. Oder zieht sich gerade zurück und wir haben aber die Bedürfnis nach Sprechen. Es entsteht in die Liebe-Partnerschaft, was die Kommunikation betrifft, eine gewisse Chaos. Welche Richtung sollen wir orientieren, konzentriert sein und das auch ansprechen? Eine Verabredung ist sehr wichtig. Und das sollen wir direkt ansprechen. Auch wenn jemand beobachtet, die Situation kann egal sein. Das kann auch ein Termin sein, ein wichtiger Termin, oder ein Vorstellungsgespräch oder Gespräch mit dem Chef oder Chefin. Aber auch die Liebe, Partnerschaft ist wichtig, ein Treffen und das sollen wir direkt ansprechen. Wenn es um Gerechtigkeit geht, oder eine rechtliche Lage. Wie laufen die Gespräche? Bekommen wir unsere Rechte? Jemand beobachtet die Situation und wartet. Kann auch bedeuten, dass wir etwas überprüfen sollen, bevor wir überhaupt die Gerechtigkeit vertreten. Ganz genau überprüfen, um was geht und dann erst geduldig zu sein, nicht sofort ansprechen, erstmal Beobachter sein und erst dann die Gerechtigkeit vertreten. Wenn das um eine rechtliche Lage handelt, heißt diese Karte, es muss noch etwas überprüft werden. Welche Lernaufgabe haben wir? Die inneren Gleichgewicht zu bleiben, dann Gerechtigkeit vertreten. Diese Waage symbolisiert auch die Gerechtigkeit oder etwas ausgleichen und vergleichen. Das sind momentan die wichtigen Lernaufgaben. Die allerwichtigste ist die inneren Gleichgewicht. Was können wir durch Gespräche ändern?
oder kommt eine Nachricht, was etwas ändert sich in unserem Leben, das ist das Geistige. Das ist Spiritualität. Also wir sollen Richtung Spiritualität gehen, das vertreten und auf diesen göttlichen Gerechtigkeit vertrauen. Da ändert sich etwas dadurch in unserem Leben oder Gespräche mit Gott zu suchen. Nicht nur suchen, auch finden. Die Träume, die Sehnsüchte, der Wunsch ist gerade etwas beenden, kündigen, loslassen und weil hier um Kommunikation geht, das auch klar und deutlich aussprechen. Viele Menschen haben gerade diesen Wunsch, entweder kündigen oder sich trennen oder etwas beenden und das formulieren. Weil erst dann kann etwas Neues entstehen, weil das ist gleichzeitig auch die Neuanfang. Bei einer oder anderen von euch kann diese Karte auch bedeuten, eine erbschaftliche Situation und der Wunsch ist mal endlich das zum Ende bringen. Wo liegt die Kraft? Die Kraft liegt daran, wenn wir etwas anschauen, direkt anschauen oder überprüfen und schweigen. Nicht immer sofort alles ansprechen, sondern es ist auch wichtig, Zeit lassen und etwas beobachten und erst dann handeln. Und das war Merkur Orakel. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.